Haben wir aber auch eine Menge Türen. Hörst du immer noch ein verwundetes Wesen, Atreus? Möglich. Es könnte auch der Sturm sein. Vielleicht können wir das untersuchen, sobald wir die geheime Prophezeiung enthüllt haben. Vielleicht ist es ja dieses fliegende Mammutwesen. Da, über die Hauptkammer gelangen wir nach oben. Doch zuerst müssen wir durch ein weiteres Lichttor. Da könnten wir von hier da dran schwingen. Dein Vater ist sehr sorgfältig. Ja. Grenzenlos. Ich muss alles Was mitnehmen. Macht, Wachstum. Ich werde das den Lichtalben geben. Einen so schönen Tempel gibt es nirgendwo sonst in den neuen Welten. Wenn man sich vorstellt, dass diese alles vor 2 Wintern durch einen Stock und Finsternis verdeckt war. Ich bin sicher, dass das auch schön war auf seine eigene Weise, aber was soll ich sagen? Weißer Marmor und Goldborden sind prachtvoll. Ehrgeiz. Etwas vage, oder? So. Oh je. Spannend. Hm. Ach, von hinten dran springen. Ach, daran haben sie nicht gedacht, das ringsrum zu machen. Ist die Frage, wo ich jetzt überhaupt hingehe. Von hier aus kann ich da ja nicht rüberspringen. Was hat da der Kristall? Der sieht so komisch weiß aus. Das ist vielleicht einfach nur das Licht. Statue attackieren, das kann ich. Ja, ist doch gut, Kratos. Ich drück gar nichts. Wie zur Hölle komme ich denn da rum? Da check ich noch nicht so ganz. Wir müssen auf der anderen Seite noch was machen. Ah, okay. In die falsche Richtung. Vielleicht könnten... Darf ich das beschleunigen? Sag ruhig. Ja, okay. Der Winkel dann sollte passen. Endlich hilft er uns mal. Nicht von hier drüben eher. Der Winkel ist auch komisch. Da. Sehr gut. Stets zu Diensten. Ah, das Licht von Alfheim. Umwerfend. Nichts. Was ist los? Beim letzten Mal hörte ich Mutter. Aber jetzt ist sie weg. Ihre Seele ist nun eins mit dem Licht. Vereint mit Kräften älter als Odin selbst. Sie hat nun Frieden, Atreus. Hoffentlich. Als Vater ans Licht ging, sagte er, dass... Was? Im Licht von Alfheim?
Ja. Ja. Und doch bist du hier und bei klarem Verstand und wurdest nicht verbrannt. Mehr oder weniger. Sag mir bitte, Kratos, was hast du gesehen? Das geht nur mich was an. Doch es waren nur Augenblicke. Für mich dauerte es ewig. Ich kam nicht weg. Atreus kämpfte für mich um sein Leben. Das klingt unglaublich. Also dann, auf zu Groas Triptychon. Bist du Groa begegnet? Viele Male. Aber sie plagten ständige Visionen. Eine Unterhaltung war kompliziert, gelinde gesagt. Was machst du? Ich hab was gehört. Vater, sie ist fort. Wir gabeln lieber nicht ins Licht. Wahrscheinlich doch ein bisschen den Verstand vernebelt. Deswegen vielleicht auch dieser komische Traum, den wir mal hatten mit ihr. Fast geschafft. Die haben einiges verändert. Letztes Mal war hier diese Stocksubstanz. So viele Dunkelalben. Ich dachte immer, der König der Dunkelalben. Ich dachte, alle Dunkelalben wären. Tyr? Ja? Helfen wir der falschen Seite? Glaubst du, das ist die richtige Frage? Was ist die richtige Frage? Gibt es eine richtige Seite? Genau. Was meinst du, Atreus? Gibt es in diesem Krieg eine richtige Seite? Ich weiß es nicht. Vermutlich nicht. Dann solltest du lieber keine wählen. Links, rechts. Okay, geht rechts lang, geht links lang. Treffen uns wahrscheinlich eh in der Mitte. War echt mega schön hier. Kann ich da schon wieder irgendwas treffen, oder? Oh, die Dot-Tor kommt mir bekannt vor, ja. Das letzte Mal waren wir da oben irgendwie drauf. Da sah dort noch ein bisschen anders aus, tatsächlich. Oh, der Kerl schon wieder ein Schmied. Alles irgendwie bekannt, aber auch wieder neu. Stand hier eine Nornentruhe. Oh, jetzt ist sie woanders. Stimmt, hier war auch so ein Tor, da können wir auch durchgehen. Das ist jetzt auch zu. Was ist denn mein geliebter Schmied? Da ist er. Ach, stimmt, da war ja hier drin. Ihr habt es geschafft. Willkommen. Na? Da bist du ja. Schicksal, Sindri? Oh, natürlich nicht. Würde ich mir so auf die Hände waschen, wenn ich glaubte, dass das, was ich tue, am Ende egal ist? Nur einer hat Einfluss darauf, wie wir unser Leben leben. Wir selbst. Gut gesagt. Wo man ja auch nicht hundertprozentig immer alles verändern kann, aber
Rüstung blinkt. Schulterpanzer ist auch nicht viel besser. Armrüstung. Adrenalinkraft plus 13, aber dafür weniger Abwehr. Brauchen auf jeden Fall mal wieder. Oh, das können wir auch verbessern. Ja, gerne. Was darf sein? Ressourcen. Ein Auferstehungsstein, bitte. Verkaufen. Haben wir auch wieder Gedichte gefunden. Dazu noch ein tadelloser Zustand. Und ein Tribut an Freya. Das muss aus Alfheim sein. Das erklärt den Sand. Die Riesen verbargen ihre Geheimnisse immer direkt vor einem. Wartet es nur ab. Ah ja, hier sehen wir Groa auf der Suche nach ihrem Gemahl. Ihre Suche war unerbittlich. Sie meditierte wochenlang ohne Pause. Leider jedoch stieß sie auf etwas anderes. Eine Vision von Ragnarök. Odin erfuhr von Groas Vision. Er kam zu ihr, verlangte eingeweiht zu werden. Doch was sie erzählte, gefiel ihm nicht. Eisenwald? Das ist... Keine Ahnung, was das ist. Die mythische noch nie gehört. Seltsam. Also ein Jötunheim? Einige Riesen dachten das. Doch Eisenwald gibt es nicht. Es ist eine Idee, ein symbolisches Paradies. Es ist nicht real. Vermutlich wollte Groa, dass ihre Asche nach Jötunheim gebracht wird, während ihre Seele im Licht verblieb. Odin hat diesen Wunsch wohl nicht respektiert. Der Streiter? Ich vermute, das bin wohl... Du vermutest so viel. Ja, wir sollten das wohl lieber nicht zu wörtlich nehmen. Prophezeiungen sind immer mehrdeutig. Manche sind jedoch eindeutiger als andere. Ragnarök. Ja, das Ende von allem. Dann ist es so. Wir können es nicht aufhalten. Es muss einen Weg geben. Warum sonst war dies verborgen? Hey, Tyr! Wir haben es gesehen. Dich! Du kämpfst in Ragnarök. Ich kann nicht. Was ist das denn? Das ist neu. Asgard ist zerstört? Doch, die anderen Welten blühen? Stirbt. Sie hat gelogen. Groa hat gelogen. Natürlich. Odin glaubt einer falschen Prophezeiung. Dann können wir doch gewinnen. Und Odin besiegen. Wir haben mit nichts davon zu tun. Aber Tyr führte den Angriff auf Asgard. Und... Hils Armee war da. Und die Alben. Der Streiter. Na gut, wer das auch ist, ganz egal. Aber zum ersten Mal wissen wir etwas und Odin nicht. Wir können die Schlacht gewinnen. Da müsste nur jemand mitmachen. Ich entscheide nichts aufgrund von Prophezeiungen. Aber du hast doch... Nein, Atreus. Das ist falsch. Komm, es gibt viel zu besprechen.
Es ist Zeit. Ragnarök wird geschehen. Aber wir können siegen. Wird Asgard zerstört, dann fällt nicht nur Odin. Es muss einen anderen Weg geben. Suchen wir erstmal lieber einen Ausgang. Stimmt. Linke Seite! Hier lang! Hinter dir! Pass auf! Bevor mehr kommt. Bruder, das kleine Mist, sie explodiert gleich. Aufgeregt. Ist so gut? Pass auf, Atreus. Hier lang.
sie zurückwerfen! Alles in Ordnung? Nein. Es ist vorbei. Es ist nicht vorbei. Das wird schon, Tyr. Ihr habt die Zukunft gesehen. Ich wollte euch nicht in den Krieg folgen, doch jetzt schleppe ich einen unschuldigen Algi. Unschuldig? Und marschiere Asgards Zerstörung entgegen. Wir haben keine Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Ich werde euch nicht in den Krieg führen. Nein. Ich bin nicht mehr dieser Gott. Ich will nicht kämpfen. Doch mit euch dreien ist das unmöglich. Auf eurem Weg warten unzählige Tote und unvorstellbares Leiden. Nein! Atreus! Verdammt! Durchhalten! Hierher! Eure Ketten! Ugh.
Bist du verletzt? Mein Vater. Hey, Tyr. Danke. Und tut mir leid wegen vorhin. Ich... Nein. Mir tut es leid. Ich hätte nicht kommen sollen. Wir müssen weiter. Hör zu. Ich will nur das Richtige tun. Und laut der Prophezeiung... Vergiss die Prophezeiung. Du wirst im Krieg keinen Sinn finden, Atreus. Nur Blut vergießen. Und was sollen wir dann machen? Uns ergeben? Nichts tun? Genug. Darüber reden wir, sobald wir außer Gefahr sind. Mal dunkel, Alben. Was für ein Zufall! Mir reicht es mit den Alben. Die sollen uns in Ruhe lassen. Na los! Go!
Gehen wir weiter! Wir hier weg, bitte. Fast geschafft. Hier lang. Tier, wir... Öffne das Tor, bitte. Atreus, sieh dir an, was er aus dem Ödland gemacht hat. Ich hatte mehr als genug davon. Wir haben es nicht eilig. Wir sollten uns diese Wüste genauer ansehen. Gut, wir können Prophezeiungen nicht trauen. Aber sollten wir wirklich ignorieren, was wir gesehen haben? Wir ignorieren es nicht. Wir reden zu Hause darüber. Jetzt möchte ich nach dem verletzten Tier suchen, das du gehört hast. Du? Wirklich? Ja. Also gut. Gut. Ja, geh voran. Wir
Wir sollten das Ödland oben erreichen können, wenn wir an dieser Stoppdichtung vorbeikommen. Ich kenne diese Dinger. Definitiv Dunkelalpgebiet. Du hast aber einige Vögel gejagt. Vielleicht lohnt es sich ja, zum Rabenbaum zu gehen. Seid gegrüßt, Reisende. Atreus hat in der Wüste ein verletztes Tier gehört. In einem Sturm wie diesem? Sehr beeindruckend. Du kennst Alfheim ziemlich gut, ja? Weißt du, was da draußen ist? Nein, tut mir leid. Die Alpen und ich. Lange Geschichte, aber wir halten uns lieber voneinander fern. Stocksubstanz ist klebriger, als mir lieb ist. Viel Glück bei eurer Suche. Ich hatte die ganze Zeit mein Mikro auf stumm. Toll. Stoff in die Ohren, das hält den Sand an. Das ist mein Ernst. Probiert das aus. Eben habe ich auf jeden Fall gesagt, ganz deiner Meinung. Wegen dem Vogel. War nämlich schon unser 12. Toll, ich weiß nicht, seit wann mein Mikro stumm war. Ich habe... Braucht's auch niemand. Die Veteranaxt verbessern, ginge, ne? Diese Axt wird einfach immer stärker. Kann man noch verbessern? Chaosklingen? Nö. Schild vielleicht? Ich feuere die Schmiede an. Accessoires, auch nicht. Was brauchst du? Ja, gibt es noch etwas zu besprechen? Ich bin überrascht, dich hier zu sehen, Sindri. Du musst den Sand hassen. Oh, es ist das Letzte. Aber der Brock aus Alfheim verbannt ist, fällt es mir zu, euch alle in Bestform zu halten. Warum ist Brock aus Alfheim verbannt? Oh, das, ich weiß nicht, ob... weißt du, was ein saftiger Nickel ist? Nein. Tja, dank Brock wissen die Alten das jetzt. Mhm. Was ist ein saftiger... Nein. Wollen wir das wissen? Okay. Wollen wir wohl nicht wissen. Gut, wir gehen lieber. Wir müssen noch ein Tier finden.